Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder, euer Uwe. Heute möchte ich euch mein neues Konzept vorstellen, was da heißt, wie ihr es ja schon gesehen habt, im Thumbnail Uwes Taucherecke. In Uwes Taucherecke möchte ich euch gerne so einige immer wiederkehrende Fragen eigentlich beantworten, die ich so, wenn ich so im Internet die Tauchvideos oder die Streams oder irgendwas verfolge, immer wieder auftauchen und immer wieder beantwortet werden. Wie zum Beispiel, muss ich schwimmen können, wenn ich einen Tauchschein machen will? Welche Verbände gibt es? Was ist der Vorteil von dem Verband oder dem Verband? Kann ich an der Titanic tauchen gehen? Welche Empfehlung habt ihr für Ausrüstung? Und. Da gibt es immer wieder 1000 Fragen. Und diese Fragen werden auch immer wieder von mir oder von Krieger oder von anderen auch immer schön brav beantwortet. Aber ich möchte jetzt einfach mal hingehen mit meinem Content hier, mit dem Konzept Uwes Taucherecke, einfach mal jede Frage ganz speziell herausnehmen und entsprechend beantworten. Also ihr werdet in Zukunft ein YouTube-Video finden, was die einzelnen Verbände für Vor-, Nachteile, was auch immer haben. Also ich werde ein YouTube-Video machen über Tauchverbände. Ich werde ein YouTube-Video machen über Ausrüstung. Ja, welche Lampen ich bevorzuge, ob China-Lampen oder dann hier führende Hersteller, das werde ich im Detail ein bisschen beantworten. Ich werde auch die Frage beantworten, kann man an der Titanic tauchen? Ich werde auch Fragen beantworten über Tauchgebiete, was für Vorteile, was für Nachteile. So, also aber ihr habt auch die Möglichkeit, mir natürlich immer Fragen zu stellen, die unten im Chat dann geschrieben werden können oder auch per Mail. Und diese Fragen werde ich aufgreifen und natürlich selbstverständlich bei einem der nächsten YouTube-Videos dann entsprechend beantworten. Wie zum Beispiel, Uwe, was hältst du von Flexschläuchen? Oder was hältst du von der und der Taucherbrille? Oder was kann man hier und da machen? Ja, also da sind keine Grenzen gesetzt, aber ich werde versuchen, immer nur ein spezielles Topic also da herauszunehmen und das dann entsprechend in den Videos zu beantworten. So, wen das interessiert, der sollte dann immer fleißig schauen und wie gesagt, das Ganze hat dann den Namen Uwes Taucherecke. So, würde mich freuen, wenn das rege Anteilnahme hat und ihr fleißig da Fragen stellt. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim ersten Teil, der da sein wird, Tauchen an der Titanic. So, bis demnächst. Tschüss, euer Uwe.